Ich möchte euch die Sammlerherausforderung bezüglich dem Crossover-Event mit allen Aufgaben und Belohnungen zeigen und gebe Tipps dazu, wie man diese gesuchten Pokémon am besten findet. Hier sind die einzelnen Aufgaben im Schnelldurchlauf bezüglich Sammeln bzw. auch Tauschen. Ich stelle sie dann gleich noch genauer vor, wie man es am besten findet. Und kleiner Tipp, bitte nicht alle Pokémon, die man fängt, gleich wegwerfen, denn man braucht sie teilweise noch für die Aufgaben. Die erste Sammlerherausforderung ist bezüglich Bisasam. Wie man hier sieht, muss man auch das neue Pokémon Reislaus fangen. Das kann man zum Beispiel auch durch die Aufgabe Träge 5 Pokestops oder Arenen bekommen. Beziehungsweise aktuell ist es auch vermehrt in der Wildnis zu finden. Man kann ein bisschen rausgehen, mit Rauch oder ohne, und dann kann man leicht eins bekommen. Zweiter Teil der Sammlerherausforderung geht um Glumanda. Hier muss man genau wie vorher auch wieder ein Pikachu fangen. Und zwar das neue Pikachu mit der Sammelkartenspielkappe. Das kann auch shiny sein, wie hier. Dazu gibt es auch noch ein anderes Video von mir auf meinem Kanal. Wenn man in der Wildnis keins fängt, kann man auch die Aufgabe Tausche ein Pokémon nehmen. Die dritte Sammlerherausforderung ist bezüglich Shiki. Hier muss man auch wieder auch ein neues Pikachu fangen. Aber wenn man ein einziges gefangen hat, zählt es für alle drei Aufgaben. Wichtig ist, dass man mindestens eins von den Pikachus, Glumandas, Bisasam und Shiki behält, damit man hier die Tauschaufgabe lösen kann. Dazu braucht man einen anderen Trainer, mit dem man einfach diese tauscht. Es muss kein Event-Pikachu sein, es geht auch normales. Die fünfte Aufgabe ist schon etwas schwieriger. Hier muss man die Weiterentwicklungen von Shiki, Glumanda und Bisasam jeweils fangen. Die erste Weiterentwicklung und die zweite Weiterentwicklung. So ein Clotexo, Bisasam oder wie hier ein Shilluk gibt es zum Glück jetzt vermehrt in der Wildnis. Also man kann sie dort leicht finden und fangen. Wenn man Pech hat und doch keine findet, sollte man nach der Eventaufgabe Fange 15 Pokémon suchen, denn da bekommt man auch eines von diesen Pokémon. Aber wie kommt man am besten an Bisaflor, Glurak und Turtok? Eine Möglichkeit ist die Eventaufgabe Fange 25 Pokémon. Beziehungsweise man macht die entsprechenden Mega-Raids, beziehungsweise am besten man löst die ersten Sammleraufgaben ein. Wie hier die Bisasam-Herausforderung bezüglich Sammeln. Was bekommt man da? Ein Bisaflor. Bitte behalten und nicht wegwerfen, nachdem man es gefangen hat. Man braucht es später noch. Und wenn man die Glumanda-Sammler-Herausforderung einlöst, bekommt man auch ein Pokémon. Ratet mal welches. Natürlich ein Glurak, die Endentwicklung von Glumanda. Und die Shiki-Sammler-Herausforderung, wenn man die einlöst, bekommt man natürlich ein Turtok. Also hat man diese alle drei Pokémon, die man sonst in der Wildnis nicht findet, durch diese Aufgaben bekommen. Ich habe jetzt auch gleich die Sammler-Herausforderung bezüglich Tauschen eingelöst. Hier bekommt man ein Lokmodul und Erfahrungspunkte. Und hier sieht man, dass die Kanto-Sammler-Herausforderung auch schon abgeschlossen ist, weil ich Bisaflor, Glurak und Turtok durch die vorherigen Einlösungen schon bekommen habe. Jetzt zur fortgeschrittenen Sammler-Herausforderung. Die ist meiner Meinung nach wirklich am schwierigsten. Das erste drei Sachen heißt Bisaflor, Glurak und Turtok tauschen. Man hat die ja jetzt schon bekommen durch die vorigen Aufgaben, sucht sich also einen Trainer, der sie auch bekommen hat und tauscht mit dem. Also ist es verhältnismäßig einfach. Wie ist es aber mit Relaxo, Dragoran und Lederking? Wo bekommt man die? Einerseits, wenn man viel Glück hat, findet man die in der Wildnis. Man kann auch Lokmodul nutzen oder Rauch. Alternativ findet man sie in Dreierräts, Relaxo, Lederking und auch Dragoran. Oder man sucht die Eventaufgabe Fange 40 Pokémon. Hier kann ein Relaxo herauskommen, ein Lederking oder wie hier ein Dragoran. Und dann kann man diese fortgeschrittene Sammlerherausforderung einlösen. Hier gibt es gleich 10.000 Erfahrungspunkte und ein Pokémon, nämlich ein Meltan. Hier nehme ich gleich eine Sananabeere. Klar, dann bekommt man gleich mehr Bonbons bezüglich Meltern. Alternativ kann man natürlich, wenn man viele Bonbons und Meltern braucht, wenn man ein Melmetall haben will, natürlich auch die Wunderbox nehmen, die aktuell 2 Tage Cooldown nur hat. Und es kann ein Shiny Meltern rauskommen. Und hier habe ich jetzt sogar
Drei Sterne Meltdown, gar nicht mal so schlecht. Also während dieses Event Wunderbox öffnen, um ein Shiny Meltdown zu bekommen. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.